Yo, hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, was Counter-Straven ist. Ich habe es ja schon mal in meinem Valorant in 5 Minuten Video erklärt, beziehungsweise kurz angekündigt. Heute schauen wir es nochmal ein bisschen genauer an. So unkompliziert ist es gar nicht und vor allen Dingen CSGO-Spieler, beziehungsweise Leute, die schon mal CSGO gespielt haben und ein bisschen Erfahrung drin haben, werden es vermutlich auch kennen. Und zwar geht es einfach darum, dass man im Prinzip immer in Bewegung ist und trotzdem ein präzisen Schuss machen kann, weil wenn man, es ist genauso wie in CSGO, wenn man beim Laufen schießt, wie man hier sieht, dann sind die Schüsse recht ungenau und gehen mal drüber, mal drunter, mal nach links, mal nach rechts und im Prinzip fast nie dahin, wo das Cross ja eigentlich ist. Und das ist ja blöd, wenn man auf den Gegner schießen will. Und daher gibt es halt diese Counter-Steps. Ist relativ einfach, wir machen es jetzt einfach mal als Beispiel, wir laufen nach rechts und zack, drücken A und laufen wieder nach links und genau in dem Moment schießen wir auch und dadurch sind die Schüsse dann präzise und genau dahin, wo man zielt. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn ihr irgendwie einen Gegner pieken wollt, der gerade irgendwie hinter der Ecke hier steht und ihr wollt da rumziehen und dann, oder zum Prefiren auch, wenn ihr wisst, da steht jemand und dann wisst, könnt ihr direkt dann rumziehen und den töten, weil wenn ihr komplett durchlauft, dann gehen die Schüsse halt wieder sonst wohin und ihr trefft nichts. Von daher übt das auf jeden Fall, es ist sehr, sehr hilfreich und auch sehr, sehr wichtig und ihr werdet es früher oder später auf jeden Fall noch brauchen. Am Anfang, ich empfehle euch einfach, da dann einfach mal nur eine Seite zu machen, also das heißt, ihr lauft zum Beispiel nach links und drückt dann D und klickt halt auch in dem Moment, damit ihr so ein bisschen so die Mechanik reinbekommt und ein bisschen so das Verständnis dafür. Es ist ein bisschen einfacher, wenn man es erstmal nur eine Seite macht, dann halt auch die andere. So, es ist ein bisschen einfacher, als wenn man direkt versucht, links, rechts die ganze Zeit. Da kommt man dann irgendwann durcheinander und irgendwann kommt man dann komplett raus. Von daher versucht es erstmal auf einer Seite. Wenn das klappt, macht es auf beiden Seiten. Lasst euch da erstmal genug Zeit, so dass ihr dann konzentrieren könnt. Okay, jetzt wieder andere Richtung. Und wenn ihr da ein bisschen drin habt, versucht den Abstand ein bisschen kürzer zu halten. Wichtig ist halt nur, dass ihr den Abstand nicht zu kurz haltet, weil dann endet ihr in einem Spray und dann macht das keinen Sinn mehr, weil dann müsst ihr noch ein Recoil hier kontrollieren bei dem und dann macht es keinen Sinn. Also ihr müsst auf jeden Fall so langsam schießen, dass ihr im Einzeltap bleibt und nicht irgendwie dann im Spray drin bleibt. Von daher schön langsam. Sobald ihr das könnt, also übt das einfach mal ein bisschen so an der Wand, dieses Counter-Steppen, so zack, 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 zack. Wenn ihr das so ein bisschen drin habt, könnt ihr auch mal hier so sagen, dass ihr wollt immer rechts und links von dem Ding hier. Dass ihr immer so auch wisst, wann ihr in die andere Richtung gehen wollt. Hilft euch noch ein bisschen mehr Präzision zu bekommen. Sobald ihr das könnt, würde ich empfehlen, einfach mal mit Sage auch in den Trainingsmodus zu gehen. Der Trainingsmodus gibt echt viele Möglichkeiten. Es ist sehr, sehr gut. Dann schießt ihr das Training an und dann macht ihr einfach mal hier eine Mauer hin und sagen wir mal hier auch noch eine Mauer. So, und dann piekt ihr einfach und dann macht ihr immer den hier. Immer so ein Stück pieken und dann seht ihr, da ist einer, zack. Das ist auch einer. Das ist auch einer. So, dann geht immer wieder zurück. Ja, der Ding jetzt nicht. So, guckt mal hier. Auf der anderen Seite, zack, zack. Dann könnt ihr nochmal eine neue Mauer setzen, weil die gehen leider manchmal kaputt. So. Und dann macht ihr das mal ein bisschen. Ist auch ein ganz gutes Warm-up so. Ja, und sobald ihr das ein bisschen drin habt, dann könnt ihr auch eigentlich schon in die Matches reingehen und es einfach mal ausprobieren und so um Ecken pieken, Gegner versuchen so zu pre-firen, wenn ihr wisst, da steht jemand, dass ihr einfach schon einfach mit der vollen Überzeugung darum geht, ja, da steht einer und den drücke ich jetzt um. Und dann, das erspart euch, keine Ahnung, 200, 300 Millisekunden und gibt euch den entsprechenden Vorteil, den Gegner umzudrücken. Bevor ihr, als wenn ihr irgendwie vorher guckt, so, steht da einer, ja, steht, und dann erst entscheidet, ja, okay, jetzt schieße ich. Das dauert länger, als wenn ihr, okay, mit der Überzeugung rumgeht, okay, ich werde jetzt schießen, wenn ich da rumgehe. Von daher, übt das ein bisschen mit dem um die Ecken straven und dann einfach wieder zurückgehen, dass ihr einen präzisen Schuss habt. Ja, und wenn ihr es drin habt, ist nicht so schwer, man braucht da vielleicht ein bisschen Übung drin, aber ist jetzt auch nicht so kompliziert. Ja, und dann solltet ihr auf jeden Fall erfolgreich in Ranked, was jetzt bei mir gestern freigeschaltet wurde, reinstarten können. Und auf jeden Fall den einen oder anderen Kill holen. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dahin und
Ciao.